Hallo und willkommen bei Elektrofahrrad 24. Wie ihr seht, haben wir uns heute ein bisschen was Besonderes einfallen lassen. Ich habe mich zum Anlass auch ein bisschen schick gemacht, weil heute geht es hier nicht um irgendein E-Bike, sondern es geht um eines der spannendsten Urban E-Bikes, das derzeit auf dem Markt ist. Der Platzhirsch von Urban aus Magdeburg. Über das Platzhirsch von Urban kann man ziemlich viel sagen. Man muss aber unbedingt beim Bike über das Design reden. Das ist einfach das Erste, was sofort ins Auge sticht und was dieses Bike definitiv vom Rest dessen, was momentan so im Angebot ist, unterscheidet. Ihr seht es selbst, der Rahmen ist alles andere als gewöhnlich. Urban spielt hier ganz fließend mit den Linien. Beim Material handelt es sich tatsächlich um Stahl, mag man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht glauben. Gibt es als Profil dieses Tropfenprofil, was er hier sieht. Und der Rahmen ist tatsächlich ziemlich leicht. Wir haben das Bike mal gewogen. Vor euch steht eine Größe L mit Pedalen, war an der Waage 14,3 Kilogramm ungefähr. Liegt unter anderem daran, dass Urban das geschafft hat, den Stahlrahmen mit einer Wandstärke von nur 0,9 mm zu verarbeiten. Und unterm Strich kommt da dann einfach echt nicht viel zusammen. Dann gibt es schöne Detaillösungen, wie zum Beispiel am Fahrrad wurde auf eine klassische Sattelklemme verzichtet. Stattdessen steckt hier unten eine kleine Schraube drin, über die könnt ihr die Sattelstütze hoch und runter fahren. Auch wunderschön versteckt. Es gibt innen verlegte Züge. Der Zug für die Bremse hier vorne kommt erst innen relativ spät in der Gabel raus. Oben das Cockpit wirkt wunderbar aufgeräumt. Da ist eigentlich kaum was dran. Ne? Wir haben hier einfach Griffe, Bremsen, einen Vorbau, der sich zwar nicht in der Höhe verstellen lässt, aber auf der Ahead-Klappe zum Beispiel standardmäßig eine Aufnahme für das SP-Connect-System habt. Das heißt, mit dem passenden Endstück könnt ihr hier einfach auch euer Handy draufklicken und dann die App von Urban mit nutzen. Ansonsten findet sich am Cockpit noch die kleine Pedineinheit für den Mahle-Motor, der hier verbaut ist. Ist ein Hinterrad-Nabenmotor, der X35+ von Mahle, auch relativ neu noch, im letzten Jahr offiziell vorgestellt, bringt 40 Newtonmeter an Drehmoment bei einer ganz normalen Leistung von 250 Watt, ist hier an dem Stadtrad an sich eine sehr gute Wahl, weil er natürlich dafür sorgt, dass wir hier eben nicht einen Mittelmotor verbaut haben und die ganze Konstruktion ums Tretlager herum schön schlank gehalten werden kann. Dass der Motor hier hinten in der Hinterradnabe dann verbaut ist, macht bei dem Stadtrad auch relativ wenig aus. Dass der Schwerpunkt hier ist, mit Blick auf das Gleichgewicht noch wirklich nicht dramatisch. Es gibt am Rahmen an diversen Stellen ein paar schöne Logos von Urban. Ansonsten ist der Rahmen sehr dezent gehalten, auch von der Lackierung her sieht das schon eine Farbe dominiert. Die Logos sind auch nicht nur irgendwie so von wegen schau her, ich bin das Bike von Urban, sondern die reflektieren tatsächlich auch in der Nacht. Gibt integriertes Licht, einmal eine kleine Frontleuchte im Lenker und dann in der Sattelstütze integriert das Rücklicht. Auch das irgendwie passt einfach wie die Faust aufs Auge bei dem Fahrrad. Für alle, die also viel Wert auf ein schönes Styling legen, die sind hier komplett richtig und werden hier absolut abgeholt von Urban. So viel vielleicht zu dem Fahrrad an sich. Kommen wir zu unseren Erfahrungen vom Test. Man kann da sehr viel sagen. Ich will auch nicht alles ewig auswalzen. Deswegen habe ich mich auf 5 Sachen konzentriert. 5 Sachen, die gut sind, die mir positiv aufgefallen sind und 5 Sachen, an denen ich ein bisschen was herumzukritteln habe. Fangen wir mal mit den positiven Sachen an. Die Konstruktion im Hinterbau.
Bei dem Platzhirsch ist es so, er hat im Prinzip von der Rahmenform genau dieselbe Rahmenform wie der Stadtfuchs. Das Pendant zum Platzhirsch ohne E-Antrieb. Urban sagt da selbst, die Form ist ein wenig dem Fuchs und seinen Hinterläufen nachempfunden. Okay, das ist halt so die Deutungsweise vom Hersteller an sich. Wir finden es einfach nur erstmal optisch wirklich gelungen. Und es hat sich aber auch erwiesen, wir sind da über richtig hartes Kopfsteinpflaster auch drüber gebügelt. Der tut auch tatsächlich was. Er nimmt Stöße auf und das, was ihr tatsächlich dann irgendwie im Sattel als Rückkopplung bekommt, das ist viel gedämpfter als das, was eigentlich unten auf der Straße passiert. Es sind so die Spitzen weggenommen, was sich unter dem Strich wirklich recht angenehm beim Fahren anfühlt. Was ist noch extrem positiv aufgefallen? Die Reifen von Continental, und zwar die GP Urban. Da habe ich selber ein bisschen gestaunt, als ich an der Flanke drauf geguckt habe. Die haben eine Breite von 35 mm. Sieht an den Sonnen, klingt für so einen flotten Stadtflitzer ja ziemlich viel, ziemlich breit. Letztendlich ist die Lauffläche, aber die mit der Straße in Berührung kommt, ziemlich schmal dann doch. Das liegt an den schönen Felgen, für die Urban sich hier entschieden hat. Die sind vom Ride und die haben eine ziemlich schmale Maulweite. Sorgt unterm Strich dafür, dass tatsächlich eben die Lauffläche nachher auf der Straße sehr schmal ist und von diesen 35 mm gar nicht so viel an Kontaktfläche übrig bleibt. Die gehen echt gut, die rollen super über Asphalt drüber hinweg, im Trockenen sowieso, haben mich aber auch überrascht mit einem relativ guten Grip bei nassen, bei feuchten Bedingungen. Einer der richtig großen Pluspunkte aus meiner Warte ist die Position auf dem Fahrrad, wenn man fährt. Hat mich persönlich auch wieder ein Stück weit überrascht, weil das ist ein Stadtrad. Gefühlt habe ich mich aber ein Stück weit wie auf einem Mountainbike. Liegt einfach daran, dass wir hier einen sehr breiten Lenker haben, über 70 cm breit. Sehr hochwertige Komponenten, was die Kontaktpunkte anbelangt, also Sattel von Ergon, schöne Ergon-Griffe, auch ein bisschen breiter ausgestellt, damit sie eurem Handball noch mehr Komfort bieten. Wie gesagt, hier die Abstimmung mit Ergon. Später im Konfigurator, wenn ihr euer eigenes Bike eventuell zusammenstellt, könnt ihr da auch Komponenten von Brooks mit auswählen. Letztendlich war das Gefühl auf dem Fahrrad aber sehr angenehm, sehr entspannt. Das wirkte erstmal hier sehr sportlich irgendwie, aber für mich, für meine Körperverhältnisse, war das irgendwie nicht zu gestreckt von der Position her. Und durch den breiten Lenker hatte ich eine sehr komfortable Position, die es mir aber erlaubt hat, auch richtig Hebel zu entwickeln, was es, wenn es darum geht, zu pedalieren, beziehungsweise auch halt, um das Bike irgendwie vernünftig zu bewegen, sicher in der Kurvenlage zu haben. Also auch da hat sich der breite Lenker als sehr vorteilhaft erwiesen. Würde man vielleicht nicht mit rechnen an so einem Stadtrad, bei dem man vielleicht auch mal, wenn man im Verkehr unterwegs ist, durch eine Lücke durch will, die andere vielleicht nicht so sehen. Da würden viele vielleicht mit einem etwas schmaleren Lenker rechnen. Hier eben der breitere, aber aus meiner Sicht wirklich kein Nachteil. Richtig schön war auch der Riemenantrieb. Ganz klassischer Riemen von Gates ist hier verbaut. Und es ist einfach, braucht ihr euch keine Sorgen darum machen, was ihr anhabt, welche Klamotten ihr anhabt, wenn ihr aufs Bike steigt. Da wird nichts dreckig. Pflege ist minimal. Der Vortrieb ist trotzdem halt wirklich da. Fühlt sich wirklich vergleichbar an mit einer klassischen Fahrradkette. Ist aber eben in Erwartung, in der Handhabung viel, viel sorgenfreier. Auch das hat uns absolut positiv überrascht. Punkt Nummer 5 bei den Sachen, die auf der Habenseite zu verbuchen sind. Der Malerantrieb ist im Alltag sehr leise. Im Prinzip habe ich eigentlich gar keine Geräusche wahrgenommen. Liegt auch oft daran, dass halt
der Reifen ein paar Rollgeräusche von sich gibt. Ihr habt immer ein bisschen Wind um eure Ohren vom Fahrtwind etc. Ist auch ein bisschen Wind immer drin im Laufrad, in den Speichen, was für eine gewisse Geräuschkulisse sorgt, sodass vom Motor eigentlich fast gar nichts wahrnehmbar ist. Wenn ihr mal was hört, ist es aber so ein leiser, ziemlich angenehmer Ton. Wenn es Sachen gibt, die positiv sind, gibt es eben auch immer Sachen, die vielleicht zumindest mal verbesserungswürdig sind. Die erste Sache ist die Position der Ladebuchse für den Akku. Ein bisschen schade ist halt, dass die Position für die Ladebuchse genau hier unten ist. Mir fällt auch auf Anhieb gleich keine bessere Position ein, aber hier unten ist es einfach so, wenn ihr das Fahrrad ohne Schutzbleche fahrt, was wir jetzt für den Test getan haben, dann ist es einfach so, dass bei nassem Wetter der Reifen halt hier so den Bereich ordentlich verdreckt und es kommt hier ständig halt Feuchtigkeit, Schmutz etc. auf. Das heißt, wenn ihr dann nach so einem Ausritt irgendwie dabei seid, merkt, dass der Akku aufgeladen werden müsste und dann das Bike nehmt und das Ladegerät rausnehmt und hier anschließt, macht ihr euch immer die Hände irgendwie erstmal dreckig. Was einfach, ist keine große Sache, aber ist ein bisschen nervig halt. Wie man es besser lösen könnte, weiß ich nicht. Vielleicht hat Urban irgendwann nochmal eine eigene Idee. Nicht so gut ist, sind die integrierten Lichter. Das wirkt erstmal sehr schick, aber es führt eben auch dazu, ihr seid an diesen Lenker gebunden. Wenn euch ein flacher Lenker nicht gefällt, sondern ihr vielleicht irgendwie was mit mehr Rise fahren würdet oder wie auch immer, dann hilft es nur, irgendwie diesen Lenker auszubauen. Und damit verliert ihr zum Beispiel gleich einmal das Frontlicht. Und es geht darum, das hat hier eine feste Position durch die Integration im Lenker. Das heißt, ihr könnt eigentlich nur minimal beeinflussen, in was für einem Winkel das Licht jetzt vor euch, vor der Straße aufleuchtet. Ihr könnt hier zwar ein bisschen was einstellen, indem ihr hier einfach die Klemme löst und den Lenker ein bisschen dreht. Da habt ihr ein bisschen Spielraum. Wenn ihr das macht, vergesst nicht, irgendwie auch die Position von Griffen und von den Bremsen mit nachzuregulieren. Nachteil ist auch, wenn zwischendurch während des Fahrens der Akku mal ausgeht, ist auch euer Licht weg. Und damit seid ihr dann vielleicht komplett im Dunkeln unterwegs. Deswegen kommt ihr vielleicht auch nicht drumrum, doch irgendwie nochmal mindestens ein externes Frontlicht, eine Frontleuchte, batteriebetrieben irgendwie immer mal dabei zu haben. Das Rücklicht ist an sich irgendwie auch sehr schön. Wir hätten uns vielleicht noch vorstellen können, dass hier sind 5 Dioden verbaut, dass vielleicht 2 von diesen 5 noch als Bremslicht zusätzlich agieren und nicht nur als Rücklicht. Aber auch da kann vielleicht ja Urban in nächster Zeit irgendwie nochmal ein bisschen nachbessern. Ich habe hier die Variante gefahren mit dem Single Speed. Da gibt es folgende Übersetzung, die hier fest installiert ist. Vorne haben wir ein Blatt mit 60 Zähnen. Hinten das Ritzel hat 20 Zähne, 60-20 macht also ein Übersetzungsverhältnis von genau 3. Das ist ganz schön fett. Und wenn ihr in einer Stadt unterwegs seid, die eben nicht vollkommen flach ist und wo es ständig Rückenwind gibt, dann merkt ihr das auch relativ schnell. Der Motor, der hat seine guten Seiten, darüber haben wir gesprochen, aber der hat zum Beispiel auch die Eigenart, dass er eigentlich mit der Unterstützung erst einsetzt, so nach einer Viertel, nach einer halben Pedalumdrehung. Und gerade beim Anfahren merkt ihr relativ häufig eben diese fette Übersetzung, die bei dem Single Speed, in der Single Speed Variante montiert ist. Das heißt, es geht sehr, sehr schwer. Ihr müsst echt Kraft da investieren, um das Ding in Gang zu bekommen. Und das hat mir im Alltag nicht so gefallen. Gute Nachricht an der Stelle ist, erstens, ihr könnt eine andere Antriebsvariante wählen. Urban bietet neben der Single Speed Variante auch die Option für eine Captain-Schaltung mit 11 Gängen. Das finde ich
durchaus ratsam, zumal die auch zum selben Preis zu haben ist. Und damit habt ihr nicht nur die Unterstützungsstufen, mit denen ihr so zwischen verschiedenen Schwierigkeitsgraden hin und her wechseln könnt, sondern ihr habt eben auch nochmal Gänge, die ihr wählen könnt, um euch das Anfahren zu erleichtern. Zweite Option ist, wenn ihr vorher schon wisst, dass eine Übersetzung von 3 zum Beispiel auch für euch nicht das Richtige ist, dann könnt ihr zum Beispiel im Bestellprozess mit Urwan reden. Die installieren euch da auch auf Wunsch eine andere Übersetzung. Und dann könnt ihr vielleicht mit einer, was weiß ich, mit einer 2,5 oder 2,7 oder sowas starten. Und das sollte dann für viele Sachen ein bisschen angenehmer sein. Gerade vielleicht irgendwie, wenn es bei euch dann doch mal auch hügeliger ist und ihr auch mal den Weg bergauf nehmen müsst oder irgendwie halt, weiß ich nicht, das Wetter so ist, dass ihr relativ oft mit Gegenwind zu tun habt und da wird sich das unter dem Strich im Alltag wirklich dann angenehmer anfühlen, eine etwas kleinere Übersetzung zu fahren. Als viertes kleines Detail, was uns ein bisschen aufgestoßen ist, kommt die Sprache auf das Bedienteil des Malerantriebs. Und zwar ist es so, dass wenn ihr hier die Unterstützungsstufe ändert durch die Hoch- und Runter-Tasten, gibt es ein kleines Feedback, ein kleines Vibrieren, dass ihr an der Situation merkt, wenn ihr das Fahrrad irgendwie schiebt oder wenn es irgendwo steht. Wenn ihr aber unterwegs seid und ein bisschen Vibration halt vom Fahren einfach bekommt und vielleicht noch Handschuhe habt, bekommt ihr davon eigentlich nichts mit. Und es gibt hier außerdem noch 2 kleine Schlitze, durch die so ein Licht durchdringt. Anhand des Lichtes erkennt ihr den Akkustatus, aber eben nicht die Unterstützungsstufe, in der ihr gerade fahrt. Die wird immer, blinkt nur mal kurz auf, grün, gelb oder rot für einfachste, mittlere und höchste Unterstützungsstufe. Wenn ihr die Unterstützungsstufen wechselt, aber dann wechselt die Anzeige eben in den, Status des Akkus, so dass ihr beim Fahren eigentlich, wenn ihr nicht gerade auch noch die App nutzt, sondern eben nur so halt ohne Computer unterwegs seid, dann ist es oftmals schwer nachzuvollziehen, in welcher Unterstützungsstufe bin ich gerade. Und war das Schalten, das Wechseln der Unterstützungsstufe gerade tatsächlich erfolgreich? Also da fehlt so ein bisschen das Feedback. Die ist zwar schön, schlank und so weiter, aber da gibt es ein paar bessere Lösungen von der Konkurrenz. Als letztes müssen wir dann noch über den Preis des Fahrrades reden. 4.500 Euro sind erstmal echt ein Wort. Wenn ihr euch eh in das Fahrrad verguckt habt, und das Design mögt, dann ist es wahrscheinlich die Diskussion an der Stelle relativ schnell für euch beendet, weil ansonsten vieles funktioniert sehr gut an dem Fahrrad. Vieles, was verbaut ist, ist sehr hochwertig. Da könnt ihr eigentlich wenig falsch machen. Wenn euch aber das Aussehen, und damit meine ich das E-Bike, nicht so wichtig ist und ihr euch eher so nach ein paar technischen Details richtet und nach Werten wie Drehmoment, Akkuleistung und was auch immer irgendwie. An der Stelle könnte es vielleicht sein, dass ihr das Geld lieber in ein anderes Fahrrad stecken wollt. Ob 4.500 Euro aus eurer Sicht für das Bike gerechtfertigt sind, lasst uns doch einfach wissen, hinterlasst uns einen Kommentar. Ansonsten, wenn ihr das Video mögt, könnt ihr uns wie immer auch gerne kundtun. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns demnächst dann bald wiedersehen. Hoffentlich mit einem Bike, was mindestens genauso spannend ist wie der Platzhirsch hier von Urwan. Bis dann. Ciao.